Hallo und herzlich willkommen zurück zu Transport Fever 2. Ich bin Dr. Wolfsherz und wir sind in Schrepko. Ich werde erstmal jetzt ein paar Straßen noch aktualisieren. Denn als wir hier in der letzten Folge gebaut haben, sind wir hier, ja, ich sag mal, fast erstmalig mit Busspuren unterwegs gewesen, haben hier einen schönen Ein- und Ausfahrt für den Busbahnhof gebaut, mit eigenen Busspuren hier. Und ich würde das gerne hier durch diese Hauptverkehrsstraße auch so weiterziehen. Das heißt, ich hoffe, dass dabei keine, ja, eigentlich ist es mir egal, ob dabei Gebäude abgerissen werden. So, vielleicht sollte ich auch auf Straßen gehen. Wir bleiben bei vierspurig, aber hier statt mit Busspur und Upgrade. So. Machen wir das nämlich hier und hier und hier. Ja, ein paar Gebäude werden entfernt, einige werden verschoben, das funktioniert ganz gut. Und dann haben wir das nämlich überall hier. Und machen wir es hier auch noch, dann ist es wenigstens stringent. Gut. Ja, mitten in der Stadt so eine dicke Hauptverkehrsader. Durchaus realistisch, finde ich. Und hier halt eben die Abzweigungen zum Bahnhof. Wäre natürlich schön, wenn die Stadt jetzt auch hier mehr bauen würde. Wir können das so ein bisschen anspornen, indem wir noch Straßen ziehen. Die Städte orientieren sich daran. Zumindest manchmal. Warum kann ich da jetzt keine Straße ziehen? Ach, Autosave ist in. Okay, so. Dann jetzt. Tja, mal schauen, was die Stadt draus macht. Wir werden sehen. Das hier wäre dann eigentlich eine Landstraße. Und die würde ich auch vierspurig dann anlegen. Zumindest bis da. Da, okay. So. Ja, die Stadt ist angeschlossen. Wir müssen noch die Gleise hier bauen. Und ein paar Signale setzen. Und dann können wir diese Strecke in Betrieb nehmen. Von Münster nach Schrepko. Hatten wir in Münster gar kein Depot gebaut? In Aura eins gebaut, das hilft uns jetzt aber nicht. Ja, dann muss ich hier in Münster noch eins bauen. Jetzt haben wir hier leider keinen vernünftigen Gleiswechsel mehr wegen der Kurve. Ja, das ist irgendwie doof. Irgendwie doof. Dann mache ich das. Mache ich das so, dass ich diesen Anschluss hier nochmal neu baue oder die Straße verlege. Denn sonst macht das nicht wirklich Sinn, hier ein Depot zu bauen. Das kann sonst nicht alle Gleise bedienen. Ja, komm. Nützt ja nichts. Alles neu. Das war jetzt hier eh nicht ideal gebaut. Okay, so. Ja, wir bleiben natürlich dabei, dass wir dann hier von rechts rausfahren. Ich hoffe, ich komme da noch den Tunnel rauf.
fürchte, das ist krumm geworden. Das snappt hier nicht. Was ist da los? Jetzt erst, okay. Ja, wir müssen noch ein bisschen spitzer werden. Sonst klappt das nicht. Mensch. So, mal dran gewöhnen, auf die richtige Stelle zu drücken. Klappt das auch. So, das drüber her. Das noch hier dran. Jetzt das Depot hier hin. Mach es doch noch mal ein bisschen anders. Nee, das kann ich machen, das ist zu lang. Auch zu lang. Ja gut, dass wir da jetzt so nicht mehr drankommen, war klar. So, schön, dass das aber noch funktioniert. Da komme ich nicht mehr dran vorbei. So klappt es aber. Nein! Oh. Da muss ich es wirklich ganz früh hier rausziehen. So, wir haben den Wechsel hier, da, da. Das heißt, das muss so eine Doppelkreuzweiche werden. Oh, es kann keine Doppelkreuzweiche werden. Warum denn das nicht? Ah, es ist nicht spitz genug. Ey, was mache ich denn jetzt? Ah, nee, ich habe einen Fehler gemacht. Oh, das ist doch nicht zu glauben. Also. Ich habe ja nach hinten raus jetzt noch ein bisschen Platz, ne? Dann machen wir das jetzt nochmal weg. Ja, also, meine Güte, was ist denn das alles kompliziert diesmal? So, wir nehmen uns jetzt noch ein bisschen mehr Platz. So viel. So, jetzt fangen wir hier an. Arbeiten uns in die Richtung. So, ganz nah davor. Dann den Anschluss. So, und jetzt dieses Gleis darüber her. Dann kann ich hier eine Doppelkreuzweiche draus machen. Wie gewünscht. Dann können wir jetzt hoffentlich das Depot dahin quetschen. Jawohl, das funktioniert. Und noch dieses Gleis da hinbringen. Das heißt. Okay. Hey.
So, gegebenenfalls brauchen wir noch Wechsel von hier nach da. Das ist eigentlich so gut wie nie ja, nötig, aber kann ja mal sein, dass der Zug, der von hier kommt, auf das Gleis will, soll. Deswegen müssen wir das auch noch machen. Okay, so, Signale. Wir machen es uns einfach. Wir stellen es ein. Eins hier hin. Eins muss hier hin. Rest lassen wir erstmal raus. Ist okay so. So, jetzt können wir. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob die Linie noch funktioniert. Jawohl, das ist in Ordnung. Und dann werden wir einen neuen Zug kaufen. Natürlich unsere wahnsinnig schöne BR-1031 mit ein paar Passagierwagen. 6 Stück. Und das Ganze geht auf die neue Linie, die wir noch nicht eingerichtet haben. Nämlich von Münster nach Aura. Nein, Schrepko, Entschuldigung. So, von Münster nach Schrepko. So. Mhm. Ja, Gleis ist für mich in Ordnung so. Und jetzt klappt das auch. So, wir fahren einmal mit. Ja klar, werden jetzt noch keine, aber wir müssen die Straße gleich noch herstellen. Das ist noch rot hier, weiß ich wohl. Aber jetzt bitte erst einmal die Durchfahrt hier. Abzweigen. Durch den langen Tunnel. Und hier wieder raus. Willkommen in Schrepko. Noch keine Leute da. Das wird sich ändern. Oh, jetzt ist doch schon jemand da. Cool. Jetzt machen wir eben die Straßenanschlüsse wieder. Eben kurz das Gelände angleichen. Okay, und dann die Straße. Okay, fertig. Läuft alles. Schrepko ist angeschlossen. Dann kriegt Schrepko jetzt seinen ÖPNV, also der Stadtname ist. Den gibt's bestimmt, das hört sich an, als ob es irgendwo im Osten liegt. Ist halt für mich etwas ungewohnt, aber ich weiß deswegen nicht, ob es Schrepko oder Schrepkow heißt. Aber falls da jemand von euch wohnt oder ihr jemanden kennt oder den Ort kennt, ihr müsst ja nicht dort wohnen, dann könnt ihr mich gerne in den Kommentaren berichtigen, falls ich es falsch sage. Ich bin ja durchaus willig, das richtig auszusprechen. Muss es mir nur sagen. So, Busdepot kommt dann jetzt hier direkt zum Bahnhof. Passt da leider nicht hin. Okay, so. Ich würde sagen, wir machen hier noch ein bisschen Deko, also naja, Bäume zumindest. Die europäische Linde. Damit hier wenigstens ein bisschen was an Bäumen steht.
nur sporadisch gepflanzt, so. Nicht übertreiben. Okay, gut. Jetzt kommen die Linien. Wir fahren natürlich einmal durchs Zentrum bis zum Ende und machen hier eine kleine Busspur wieder zum Wenden, wie wir das schon in Aura gemacht haben. Das heißt, mittlere Einbahnstraße mit Busspur. So. Und dann kommt die Endhaltestelle, ihr habt es schon geahnt. Hoppla. So, Straßen, Gebäude, zack, hierhin. Aber stellen Sie hier hin. Und den Anfang macht natürlich der zentrale Omnibusbahnhof und dann fahren wir einmal bis hier. Na, nehmen wir hier diesen Punkt. Und dann haben wir hier, zack, und das ist Linie 1. Linie 2 fährt hier einmal rein. Sagen bis hier unten. Und Linie 3 fährt auch hier lang und dann hier rein und bis hier oben. Und dann kriegt es da auch nochmal einen Wechsel, aber ohne Busspur. Okay, so, Linien. Neu. Von hier. Nach da, nach da, nach da und wieder zurück ist L1. Da, nach da, nach da und wieder zurück ist L2. Und die 3 ist von da. Darüber, da hoch, dahin, da zurück, da zurück. Und dann wieder zurück zum Zopf. Die Linien sind da. Unter Schrepko heißt jetzt Schrepko Zopf. Schrepko heißt Schrepko Hauptbahnhof. Und dann gibt es ein paar Fahrzeuge. Ich würde sagen, 2 pro Linie. L1, L2 und L3. So, und jetzt mit eigener Busspur ist uns der Verkehr hier völlig egal. Natürlich müssen wir eine Kreuzung halten, aber wir haben immer freie Fahrt. Wir werden nur durch andere Busse blockiert, gegebenenfalls. Ansonsten fahren wir hier wunderschön auf unseren eigenen Linien. Interessanterweise ist die jetzt hier nicht genutzt worden. Schaut mal, hier fährt der Bus nicht auf der Busspur. Warum auch immer. Das ist ja auch eine Linksabbiegerspur hier. Also müsste er auch von hier auf diese Spur fahren können. Tut er aber nicht. Keine Ahnung. Aber wir haben auf jeden Fall jetzt einen gescheiten Zubringer. Damit mehr Leute an den Bahnhof kommen. Gut, dann soll es das gewesen sein. Unter Schrepko, nicht unter Schrepko, Schrepko ordentlich angeschlossen. Aura in der letzten Folge ordentlich angeschlossen. Das Netz nähert sich der Vollständigkeit. Und ja, wir müssen natürlich immer auch nochmal zurückschauen. Das werden wir auch in einer der künftigen Folgen mal machen, ob man hier das Netz insgesamt nochmal komplett neu baut, umstellt. Die Bahnhöfe vielleicht nochmal modernisiert, weil ja, die sind noch alt hier. Wir haben noch diese ganz alten Platten
auf den Bahnsteigen hier liegen. Das könnte man alles halt nochmal neu machen. Entscheiden wir in den nächsten Folgen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch gefallen. Wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Dr. Wolfsherz. Ciao.